Scan fragt PeteSmeet, was ist eure Lieblings-CSGO-Map? Schlaftrunken, welche Antworten geben, das ist super, oder? Meine Lieblings-Counter-Strike-Map ist definitiv Mirage. Ich kann nicht sagen, warum. Ist einfach so. Oh ja, Moment. Also die meistgespielten dürften sein Dust 2, Italy, Office, Krill, Aztec, noch von früher. Boah, Inferno, Mirage. Ich glaube, ich gehe mit Cobblestone. Ja. Ist eine gute Frage. Also früher bei CS Source war es damals. Boah, wie hieß sie denn nochmal? Ach, das ist CSGO, ist die Frage. Egal, ich sag's trotzdem. Assault oder Militia? Das waren damals bei CS Source meine Lieblingsmaps. Bei CSGO finde ich Nuke mega nice. Und Zoo auf jeden Fall. Also wirklich diese Operation Maps. Die fand ich damals, das war auch die Hochzeit, wo wir CSGO wirklich gespielt haben und jetzt mittlerweile ja auch wieder. Aber Zoo war da definitiv richtig, richtig, richtig geil irgendwie. Keine Ahnung, ich habe die gefühlt, die Karte. Das ist für mich gar nicht so leicht zu beantworten. Früher bei CS1-6 Zeiten, als wir das noch am LAN gezockt haben, war es Assault. Das war immer sehr lustig, weil sich dann ein Team halt im Haus verschanzt hat, während das andere gestürmt hat. Das hat immer Spaß gemacht, aber Assault ist jetzt nicht mehr relevant. Jetzt spielen wir halt online und da kann ich gar nicht so meinen Favorite raussuchen. Es gibt ein paar, die ich nicht ganz so gut leiden kann. Das 2 gehört dazu, weil da halt auch immer die sind immer krasse Leute unterwegs. Aber ich finde, der Map-Pool allgemein bei Counter-Strike hat eine sehr hohe gleichbleibende Qualität. Und ich habe da jetzt keinen persönlichen Favorite. Meine Lieblings-CSGO-Map ist Nuke. Ich finde Nuke eigentlich ziemlich geil. Also ich glaube, ist eine der älteren. Früher haben wir immer super gerne Aztec gespielt auf den 1.6 und Source-Versionen, aber jetzt so in den neueren. Nee. Also Nuke finde ich ganz cool, dass sie es auch wieder neu auferlegt haben und geile Map.